Moin bei kugelbahn.de, es gibt neue Teile aus dem 3D-Drucker und die möchte ich euch in diesem Video kurz vorstellen. Viel Spaß dabei! Und dann legen wir mal los und zwar fangen wir mit dem J-Turn an. Hier links seht ihr noch die erste Version davon, rechts ist die überarbeitete Variante, weil ich musste noch was dran ändern, weil etwas nicht funktioniert hat, dazu gleich noch mehr. Und der J-Turn überbrückt eine Höhendistanz von 3,5 Höhensteinen und nur diese Distanz. Es geht also nicht über 4 oder 2 oder sowas, sondern da hier muss man einfach einen festen Wert einhalten. Hier ist so ein kleiner Basisaufbau und ich wollte halt rückwärts durch die Pro-Säule laufen und mit einem normalen U-Turn geht das halt nicht und mit dem Flex-Tube auch nicht, weil die halt vor der Säule immer enden und mit dem J-Turn hier hake ich die Kurve hinten rein und einfach über der Pro-Säule in den Baustein und schon kann ich die Kugel durch den J-Turn und damit auch durch die Säule laufen lassen. Und jetzt nochmal ein paar Worte zu der ersten fehlerhaften Version des J-Turns. Und zwar seht ihr hier das Ziel links auf 3,5 Höhensteinen. Und so eine Pro-Säule ist ja bekanntlich 7 Höhensteine hoch. Und ich stecke jetzt die erste Version da durch und siehe da, das funktioniert natürlich. Ich habe dabei allerdings nicht bedacht, dass natürlich manchmal auf den Pro-Säulen auch noch eine transparente Ebene liegt. Und dadurch wird das Ganze natürlich noch ein Stückchen höher. So setze ich jetzt das Ziel hier auf 4 graue Höhensteine, um diese Distanz von 3,5 Höhensteinen halt zu haben. Und dann passt die erste Version des J-Turns leider nicht mehr durch die Pro-Säule. Darum musste ich das Teil nochmal etwas überarbeiten, so dass auch diese Variante des Aufbaus problemlos möglich ist. Und das zweite Teil, was ich hier vorstellen möchte in diesem Video, ist die Kurvenmagnetkanone. Das ist ein Einsatz für einen ganz normalen weißen Basisstein. Der wird halt da reingedrückt, sitzt auch ein bisschen fester, was auch sein muss. Und ihr seht schon, die hat halt keinen geraden Zulauf wie die normale Gauss-Kanone, sondern an den Seiten zwei Zuläufe dahin, was beim Bauen möglicherweise einen Stein vor der Gauss-Kanone einsparen kann, indem man diese direkt halt von den seitlichen Eingängen ansteuern kann. Hier ging es jetzt auf 3 Höhensteine hoch, da lege ich jetzt noch einen kleinen schwarzen drunter und dann geht es hier mit der Kanone auch die 3,5 Höhensteine hoch, so wie es die ganz normale Gauss-Kanone halt auch packt. Vorteil des Ganzen ist halt, man braucht vor der Kanone hier nicht mehr zwingend einen Kurvenstein zum Zulauf, sondern man kann direkt an der Seite reingehen. Alle Teile sind natürlich erhältlich unter kugelbahn-shop.de. Lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert das Bimmelbammel-Glöckchen. Aber jetzt gibt es erstmal noch eine kleine Beispielbahn mit den beiden neuen Sachen hier. Viel Spaß! We'll be right back.
Musik.